Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei Patrick Modellbau. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Bastelrunde für unseren Ghostbusters Ecto One. Unser Ektomobil will mit neuen Bauschritten versehen werden, mit neuen Bauteilen versehen werden. Wobei wir unseren Unterboden bzw. unser Modell an sich heute in der Folge gar nicht brauchen, weil wir beschäftigen uns mit einem neuen Element, was noch nicht eingebaut wird. Und zwar geht es jetzt ans Armaturenbrett. Ich sage schon mal vorweg, das wird nicht nur in der heutigen Videofolge mit den Ausgaben 37 und 38 Thema sein, sondern das wird uns auch in den nächsten Ausgaben, verfolgen ist der falsche Ausdruck, begleiten. denn wir werden uns jetzt an den Bau des Armaturenbretts machen, bevor er dann, bevor das Teil, boah, ich weiß nicht genau wann, aber in näherer Zukunft, sage ich mal so, dann schon endgültig verbaut wird. Heute bekommen wir die ersten Elemente, wir bekommen den unteren Bereich des Armaturenbretts und einen ganzen Satz Kabel mitgeliefert. Eins davon brauchen wir, das können wir glücklicherweise auch leicht identifizieren. Das wird nämlich dann am unteren Armaturenbrett-Element mit angebaut, weil dort nämlich das Bremspedal eingesetzt wird und das kommt genauso, das wird ebenfalls an Ort und Stelle verbaut. Ja, darum geht es heute, freut euch drauf und nun starten wir direkt mit der nächsten Doppelfolge unseres Ghostbusters Ecto One. Damit schließen wir die Ausgabe 11, aber Ausgabe 11 ab, die Einzelausgaben 37, 38. So, weiter geht's mit den nächsten Bauelementen für Ausgabe Nummer 11, Ausgabe 37, 38. Bauschritt 37, 38 sind Thema. Und zwar geht's, wie gerade schon gesagt, erstmal an den Einbau von zwei Halterungen oder Verstärkungen an dem Unterbau des Armaturenbretts. Das haben wir hier schon. Das ist nur das untere Element, keine Sorge, da kommen noch viele Details dran. Das wird in der Ausgabe 37 passieren, geht also sehr flott. Und in 38 wird dann das Bremspedal, was schon in der 37 mitgeliefert wurde, dieses hier, mit fixiert und mit dem ersten Kabel versehen. Da seht ihr es schon hier an der Seite. Den Blister bekommen wir in der Ausgabe 38. Viele Kabel. Ich habe gelesen und gehört, dass die Markierungen an den Kabeln wohl nicht passen. Dass da irgendwas nicht richtig sein sollte. In diesem Fall, jetzt in dieser Ausgabe, ist es noch einfach, das rauszukriegen, weil wir brauchen nur ein Schalterkabel, was sich eindeutig von den anderen abhebt, wie man sehen kann. Alle Schalterkabel haben so kleine Knöpfe mit dran. Dieses Schalterkabel hat aber so ein Dreieck, nenne ich es mal, als Schalter mit dran. Das heißt, wir brauchen auch auf jeden Fall dieses eine. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert am Ende. Doch, das ist nur so ein ganz kleines. Aha, okay. Dieser hier, den brauchen wir auf jeden Fall fürs Bremspedal. Das lege ich mir schon mal zur Seite. Ist mit G markiert. Mal gucken, ob das passt. Und wir brauchen auf jeden Fall die EP-Schrauben, die hier mit bei waren. Die brauchen wir ebenfalls. Die restlichen Kabel können wir uns noch zur Seite legen. Auch dieses schicke LED-Platine, das wird dann bestimmt die Beleuchtung fürs Armaturenbrett sein. Und die restlichen Schalterkabel dann für die einzelnen Funktionen. Aber die legen wir uns nochmal beiseite. Deckel drauf, die brauchen wir in dieser Baufolge noch nicht. Erst wenn wir weitere Elemente fürs Armaturenbrett haben. So, dann wollen wir mal loslegen mit dem unteren Panel für das Armaturenbrett. Ich hole mal ein bisschen näher rein, damit ihr ein bisschen mal sehen könnt. Das ist es, die Unterseite. So wird es dann von außen aussehen. Ein bisschen hübscher gestaltet das Ganze. Wird wahrscheinlich von vorne so aussehen. Hier können wir vorstellen, dass hier ein Handschuhfach ist. Hier kommt dann das Lenkrad mit rein, gehe ich mal ganz stark von aus. Und hier die Anzeigen und so weiter. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. So, auf jeden Fall brauchen wir diese beiden Halterungen, oder Supports werden sie genannt. Diese beiden. Sind die fixiert? Fixiert. Markiert mit L und R? Nein, aber eins ist, wie man sehen kann, breiter, das andere schmaler. Das schmalere, so wie es aussieht, kommt auf diese Seite in Richtung des Handschuhfachs. Mit der Platte, die zeigt nach innen, wird so hier aufgesteckt, genau.
Und wir haben JP-Schrauben mitgeliefert bekommen. Da wird das Ganze dann dadurch fixiert. Das Plastik geht also sehr schnell. Einmal. Ohne Probleme. Und zweimal. Band 1 ist, na, da könnt ihr sehen, mit dranne. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Ich glaube, man kann auch gar nichts falsch machen, diese Wände einzusetzen, wenn die. Es geht nur auf eine Seite, wo das Ganze passen kann, denn erstens sind die Schraublöcher unterschiedlich weit voneinander entfernt. Und ich glaube, man würde merken, wenn es auf einer Seite nicht passt. Einmal. Zweimal. Ja, damit sind die beiden Supports schon mal links und rechts dran. Haben wir schon erledigt. Das war tatsächlich schon der ganze Schritt für die Auskammer 37. Sehr flott abgearbeitet. Und die 38 wird, glaube ich, auch nicht großartig größer. Jetzt kommt nämlich schon das Schalterkabel zum Einsatz. Bauschritt 38. Hier sehen wir diese kleine Vorrichtung hier. Da kann man sie erkennen. Da kommt es rein mit dem Kabel. Das soll jetzt hier nach ja, innen, nenne ich es mal. Ja, doch, nach innen führen. Und wird hier so eingelegt. Mal eben gucken, wie. Ach so, das soll. Aha, okay, das soll hier so zwischengelegt werden, sehe ich gerade. Ernsthaft? Da? Ach nee, da kommt ein Pin. Ach so, hier haben wir zwei Löcher. In eins soll der Pin rein und das andere wird das fixiert mit einer EP-Schraube. Aha. Okay. Ich dachte, es kommt hier komplett mit rein, aber nein, anscheinend nicht. Na gut. So, damit sitzt es auf jeden Fall an Ort und Stelle. So sieht das Ganze jetzt im Detail aus. Bereit kann man sagen, dieser Schalter, um was zu empfangen. Und zwar kommt jetzt das Bremspedal mit rein. Einmal verkehrt rum, soll man es hier in diese Kerbe mit reinlegen. Denke ich mal. Ehrlich? Aha, so kommt es rein. Ah ja, okay, so. So wird es einmal reingelegt. Und damit das Ganze hält, kommt diese kleine Halterung mit drauf. Die kommt da einmal so drüber. Genau, und wird auch mit zwei, wie ich das glaube ich sehe, zwei EP-Schrauben, genau, fixiert. Bisschen anders als ihr das in den anderen Modellen kennt, da war das eher ja so ein klackender Schalter, sowohl beim Dodge als auch beim Manta. Hier eher nicht so. Aber gut. Auf dieses klackende Geräusch wird hier verzichtet. Stattdessen wird das wahrscheinlich ein bisschen ja, lockerer vonstatten gehen. Auf jeden Fall sehen wir das hier schon. Da ist das Armaturenbrett mit, das Bremspedal am Armaturenbrett mit befestigt. Und wenn man das bedient, es geht ganz leicht. Wenn das mal nicht unter Dauerbeschallung ist, ehrlich gesagt. Oder so, das passt sich noch an, das kann natürlich sein. Weil wenn wir das hier dran drücken, wenn ich das von unten bediene, kann man das sehen. Probier mal so. Ditcht das dann automatisch an die beiden Drähte, nenne ich es mal, mit ran. Auf jeden Fall geschmeidiger das Ganze. Es wird bestimmt noch ein bisschen fester sein, das Ganze, wenn die weiteren Elemente
hier noch kommen. Ja, das soweit zu der Ausgabe und das war es tatsächlich auch schon. Das ist schon alles für die Ausgabe 37, 38 gewesen. Alle Bauteile, die wir brauchten, sind verbaut. Ja, Ausgabe 37, 38 sind abgeschlossen und damit ist die Abo-Ausgabe 11 auch abgeschlossen. Das ging heute sehr flott über die Bühne, aber wenn ich davon jetzt noch Einzelvideos gemacht hätte, wäre es noch kürzer gewesen. Also habe ich euch in diesem Video auch wieder zwei Ausgaben gezeigt. Ja, und damit ist die Abo-Ausgabe 11 auch schon abgeschlossen gewesen. Ich gebe euch natürlich noch eine Vorschau auf die Abo-Ausgabe Nummer 12. Ich kann schon mal sagen, da wird es komplett um das Armaturenbrett gehen. Wenn ihr euch die Bauteile schon mal angucken könnt, da seht ihr sie. Sind zwar nur angedeutet, aber ohne Namen, aber hier seht ihr ganz viele Elemente für das Armaturenbrett, die jetzt nach und nach damit eingebaut werden in Abo-Ausgabe Nummer 12. Wann die mich jetzt erreicht, ich glaube, das wird jetzt tatsächlich noch ein paar Wochen dauern. Wenn ich jetzt schon drei Ausgaben innerhalb von zwei Wochen bekommen habe, oder eigentlich innerhalb von einer Woche ging die online, ist das schon viel, was jetzt kam. Und ich glaube nicht, dass die Abo-Ausgabe 12 jetzt erst oder jetzt in den nächsten Tagen kommt. Ich tippe mal, das wird erst noch ein paar Wochen dauern, bis es da weitergeht. Trotzdem, es wird weitergehen, ganz klar. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, aber gerade weil Eagle Moss auch jetzt nicht so regelmäßig die Webseite aktualisiert, oder den Shop aktualisiert und neue Ausgaben hoch einstellt, kann ich nicht sagen. Jetzt hat zwei Monate gedauert zwischendurch. Jetzt kann man aber gleich drei Ausgaben auf einmal quasi. Also ich kann es nicht vorhersehen. Idealerweise in circa einem Monat. Vielleicht auch ein bisschen früher, weil die Abo-Ausgabe 12 schon erschienen ist oder schon an die Abonnenten ausgeliefert wurde. Vor ein paar Wochen sogar schon. Vielleicht kommt sie schon in den nächsten Wochen unter. Oder innerhalb des nächsten Monats wäre wünschenswert, dass wir da weiterkommen können. Aber wie gesagt, wir können es nicht beeinflussen, sowieso nicht. Und vorhersehen kann ich es leider in diesem Fall auch nicht. Deswegen, ja, heißt es abwarten leider wieder erstmal. Aber keine Sorge, es geht weiter mit dem Actor One. Und dann geht es nächstes Mal um die Abo-Ausgabe 12. Die Ausgaben 39 bis 42 sind das dann. Und dann werden wir auch die Kabel benötigen fürs Armaturenbrett. Da werden wir dann richtig weiterkommen. Ja, vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und gerne auch ein Abo für meinen Kanal da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kostet nichts, bringt mich aber weiter und dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wenn neue Videos hier online gehen. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bleibt auf jeden Fall gespannt und neugierig, wie es weitergeht. Wann genau, kann ich wie gesagt noch nicht sagen, aber bald geht es auf jeden Fall weiter mit dem Actor One Ausgabe, Abo-Ausgabe Nummer 12. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne bei meinem anderen Projekt nochmal reinschauen. Bismarck, Manta, Actor One, Dodge, Terminator. Da ist natürlich auch noch genug zu schauen für euch. Ja, das war's für heute. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bald geht's weiter mit dem Ghostbusters Actor One. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.